ist ein M47 Patton, von den Amerikanern als schwere Panzer konzipiert, um den deutschen Tigern und Panthern etwas entgegensetzen zu können. Die gegossenen Wannen und der Turm waren sehr schwer zu durchschlagen und diese Autos waren in ihrem Aufbau sehr moderne Panzer. Bereits mit einzelnen Laufrädern, nicht wie bei den Deutschen mit einem Schachtellaufwerk, an Schwingarmen und Drehstäben, mit gummisoften Laufrädern und auf der Kette, damit auch auf befestigten Straßen schnell gefahren werden kann. Und das Antriebsrad hinten, nicht wie bei den bisherigen Panzern vorne. Dadurch konnte vermieden werden, dass bei einem Fronttreffer gleich der Panzer lahmgelegt ist, weil bisher der komplette Antriebsstrang vorne drin war und nur der Motor hinten. Ab diesen eher modernen Panzern war dann das Getriebe und der Motor hinten drin und die Antriebsräder. Panzer Nummer 7537, Seriennummer 1306. Wie groß die Besatzung war, müsste ich noch mal nachschauen, aber ich denke, 4 Mann, den Luke nachzuurteilen. Dem Fahrer, dem Funker und oben auf dem Turm dem Richtschützen und dem Kommandanten. Und noch mal eine Person hätte auch vom Platz überhaupt nicht reingepasst. Ich habe oben reingesehen, da ist nicht viel Platz drin, um noch mal einen Ladeschützen unterzubringen. Auf so einen habe ich sogar schon mal scharf geschossen während meiner Bundeswehrzeit mit der Milan. Das war der teuerste Schuss meines Lebens, 22.000 Mark. Und ich habe ihn irgendwo da unten in der Wanne ziemlich mittig getroffen. Der hier wurde noch nie mit Panzerabwehrmunition beschossen, da ist kein einziges Loch drin. Also ich weiß nicht, warum die als Hartziele hier ausgelobt sind, denn wenn man nicht drauf schießt, ist es auch kein Ziel. Ich denke eher, die sind zum Aufklären gedacht. Als sie dann irgendwo in den Büschen gesessen sind, die Soldaten, und mussten dann den Panzer erkennen. Im Gegensatz zum Patton waren diese Walker Bulldogs, die hinter mir sind, als leichte Panzer konzipiert, die schnell am Einsatzort waren und eher infanterieunterstützend waren. Sie hatten auch kleinere Kanonen, die eher gegen leicht gepanzerte Ziele eingesetzt wurden. Gleich wie die Pattons hatten auch diese M41 das moderne Design mit den Antriebsrädern hintern und den Leiträdern hier vorne und einzeln aufgehängten Laufrädern. Motor und Getriebe hinten drin, aber im Gegensatz zum Patton hatte der Bulldog keine gegossene Wanne, sondern eine aus Blechplatten zusammengeschweißte. Sind das 20 mm, doppelt 40 mm in der Front. Ebenfalls diese ausgeprägte Keilform, wie sie von den russischen T-34 abgekupfert wurde und auch im deutschen Panther zum Einsatz kamen. Daran sind die damaligen Geschosse relativ gut abgekleidet, beziehungsweise hatten es schwieriger durchzuschlagen. Und auch der Turm ist aus mehreren Teilen zusammengeschweißt. Die Aufschrift ist wohl noch nicht allzu alt. Fuck Putin. 75 mm Kanone mit Zug. Ah, die Bulldog hatten sogar eine abgeschreckte Unterwanne. Das wusste ich selber noch nicht. So, das war's mal wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt tun und aktiviert auch die Glocke, denn dann verpasst ihr kein Video mehr. Wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, dürft ihr den Kanal auch gerne finanziell unterstützen. Im Moment habe ich es gerade bitter nötig. Alle Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, findet ihr unten in der Beschreibung. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder, hier auf diesem Kanal. Bis dann, tschüss, euer Micha.